So there will be sound as soon as Rinpoche is in here. Yeah, welcome on Zoom, by the way. Yeah, everything will start soon. So, this is on Zoom or not? Okay. So. What can I say? Welcome, everybody. Herzliches Willkommen an alle. And sorry for getting late. I was too much chatting. And so there are some questions. And I will try to go through the questions, and if it is too many questions, then I will stop. Okay, wir kommen zu den Fragen, und ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Falls es zu viele sein würden, eventuell höre ich einfach auf. I don't know how to say which questions more important than the others, because every question everybody asks must be important for them. Und für mich ist es schwer zu sagen, welche Fragen wichtiger sind als andere, denn jede Frage, die von jemandem gestellt worden ist, ist gestellt worden, weil sie dieser Person wichtig ist. So first question comes from Janine. It says, not believing in rebirth. Why do Buddhists believe in the cycle of rebirths? And what role does karma play in this cycle? What do you recommend for practitioners who do not believe in rebirths? How to deal with this topic? Die erste Frage kommt von Janine, wo es hier... Do you have the questions? I have. Okay. I'm reading them. Okay. Von Janine,
wo es den Hintergrund hat, wo es darum geht, nicht an Wiedergeburt zu glauben. Warum glauben Buddhisten an Wiedergeburtszyklen und welche Rolle spielt Karma in diesem Zusammenhang? Was würden Sie empfehlen, Praktizierenden empfehlen, die nicht an Wiedergeburten glauben und wie man mit diesem Thema Wiedergeburt und Karma umgehen sollte? I think, you know, of course, whatever one believes, that's it. But you believe something does not necessarily mean that that's the truth. Und was soll man jetzt dazu sagen, wenn es um Glauben geht? Das, was man glaubt, das ist es dann für einen selber. Entscheidend ist aber, dass man sich darüber im Klaren ist, dass nur wenn man etwas glaubt, es sich dabei nicht notwendigerweise um die Wahrheit handelt. I think you should read the works of one American scientist called Ian Stevenson. Ian Stevenson was studying the reincarnation, the rebirth, for many, many years, for many decades, since I think 50s or even earlier, maybe all his life, he was researching on the issue of rebirth. And he was focusing his study on people or children who remembered their past lives. He used to go and meet these children and then try to find out if there is a kind of a person or people who corresponds to what this child remembers, and then go and ask questions and research about their relatives and all these kind of things, and find out if there is like that. And then if the child remembers some place, then he used to take this child and ask the child to go and find this place, and then whether he would see whether this child recognizes people from his or her family members and things like that of his past, like that. There are many, many cases, and thousands of cases he did. And also in the countries where it is kind of traditionally accepted, the life after life. But there are also lots of people who remember this way in cultures and countries where that kind of rebirth and things like that is not accepted. And he find lots of people like that who could actually really completely correspond to, and who could actually recognize the places and people and things like that. And then he said that, yes, this is very interesting. This is very interesting. And there's certainly a scope for lots of research on this, because lots of people who
remember the past lives, it could really completely put together the, and they had no kind of connection with the present life's kind of thing, with the past life. But he said, it cannot necessarily prove that there is rebirth, because our mind is very active, mind is very, you know, very clear. And one's mind can sometimes pick up some other person's, you know, experiences and thoughts and things like that. So it is possible, he said, that this child who, you know, who kind of thinks he or she was that person who died and who recognized these persons and places, it is possible that he's not the rebirth, but his mind picks up this information from this. That's also a possibility. And then he found something by chance, accidentally or incidentally, that he found one boy who remembered that he died because of a gunshot. And he remembers that he was shot with a gun in his head, and then he was taken to a hospital and he died there. And then he was trying to find, I think it was in America, he was trying to find out his people and things like that. He couldn't find his people, but he could find that hospital because the child could remember the kind of something about the hospital. So he went to this hospital and he asked, you know, anybody like this died, you know, any this kind of incident, can you look up? So this hospital tried to look and they found that yes, there was a man who died with gunshot, and they had all the report of this, what you call it, autopsy. And when he looked at the autopsy, he found that, you know, where exactly, which part of the body the gun was shot, and where the, you know, the bullet went in, and where the bullet went out, and the diameter of the wound where the bullet went in, and diameter of the, you know, wound where the bullet went out. And then he looked at the body of this little child. He found the, you know, marks, birth marks on this child, exactly same place where the bullet was shot, and exactly same place when the bullet came out, and then the diameter of the wound and the diameter of the, you know, the mark, birthmark on the child of both places, tell it exactly. And since then, he started to research on birthmarks. And he found lots of things which corresponded to this kind of things. And then he said that this is something much more proof, because this is something you cannot, you know, you cannot, it's not something that can be just, you know, caught up by the mind, and it is something that's on your body. Yeah. And he did lots of research on that. Now this Ian Stevenson died, but his research became more bigger, and now there are, I think, 4 departments, and there are lots of research going on continuously.
And it would be good to a little bit read and make a study of this, because it's not enough just to believe something. If there is enough evidence, then you should change your belief. So therefore, that's about the. But I sometimes feel that I think it is all of us, all of us. I am supposed to be rebirth of a Tibetan Lama, from Tibet. I'm sure he was very dirty and very smelly. I don't remember anything. I don't remember anything about my past life. I had not even one little dream or anything like that. So, I don't know. I most probably the lamas who recognized me made a big mistake. But I understand, I know that I know lots of things which I didn't learn in this life. This is very clear. I know lots of things in this life which I didn't learn in this life. And I'm sure that same with everybody, So therefore, I can't just say there's no life before or there's no life after, There are lots of things are there. I have lots of stories and lots of people. I also met myself people who remember the past life and things like that, but I'm not going to spend too much time in this, but that's about life after life. Maybe first you should translate, then I will talk about the karma. Okay. Frage hatte ich vorgelesen, ne? Ja, genau. Ich denke, also jetzt hier wieder in Bezug auf die Frage von Janine, dass es in diesem Punkt dieser Frage dann doch sehr interessant wäre, wenn Sie die Arbeiten von Ian Stephenson sich mal zu Gemüte führen würde, der viele Studien zum Thema Wiedergeburt gemacht hat, der seit den 50er Jahren mindestens des letzten Jahrhunderts genau an diesen Themen arbeitet und in seinen Studien und Untersuchungen sich sehr konzentriert hat auf Kinder, die von sich sagen, dass sie sich an bestimmte Orte oder Plätze, wo sie zuvor gelebt haben und an Personen, mit denen sie zuvor gelebt haben oder an Lebensumstände, Todesumstände erinnern können. Und dann hat er versucht, entsprechende Belege sozusagen dafür zu finden, indem er diese Orte aufgesucht hat, nach den Personen gesucht hat, wo das Kind sagt, dass die in seiner Verwandtschaft gewesen wären oder befreundet oder wie auch immer. Und das Kind auch mitgenommen hat dorthin dann jeweils an diesen Ort, um zu schauen, ob das Kind bestimmte Orte oder Plätze oder auch Personen wiedererkennt. Und er hat tausende solcher Fälle untersucht. Und zwar nicht nur in Ländern, wo traditionell Wiedergeburt ein akzeptiertes Konzept ist, sondern auch in Ländern, wo das Thema Wiedergeburt nicht allgemein akzeptiert ist oder nicht allgemein überhaupt Beachtung findet. Auch dort hat er entsprechend Hinweise darauf gefunden, wenn Kinder solche Aussagen über sich selbst gemacht haben, dass sie wirklich dann Orte und Personen wiedererkannt haben. Und er fand das extrem interessant, das sagte er und führte er aus, denn diese Belege
sind sicherlich Anlass dafür, noch intensivere Untersuchungen hierzu anzustellen, weil es ja sehr viele Leute offensichtlich gibt, die sich an vergangene Leben oder an Teile oder Punkte, Personen, Lebensumstände erinnern können, die mit ihrem gegenwärtigen Leben tatsächlich gar nicht in Verbindung stehen. Aber letztendlich das allein, so eine Erinnerung, kann seiner Ansicht nach noch kein Beweis letztendlich für Wiedergeburt sein. Denn unser Geist hat diese Eigenschaft der vollkommenen Klarheit. Und diese Eigenschaft der vollkommenen Klarheit befähigt uns dazu, Gedanken, Ideen, Vorstellungen, Erinnerungen von anderen Personen, anderen Menschen zu empfangen, wahrzunehmen. Und zwar, dass wir das Gefühl haben, es ist unsere eigene Idee, unser eigener Gedanke, unsere eigene Erinnerung. Und insofern gibt es da immer die Möglichkeit, dass wenn sich jemand an ein vergangenes Leben erinnern kann oder an Personen, an Umstände, dass das an und für sich eher die Erinnerung von jemand anders ist, die man dann selber in seinem Geist sozusagen wie mit einem Empfängergerät von einem Sender empfängt. Und Rinpoche sagt, dass Ian Stevenson das tatsächlich an einem Jungen dann untersucht hat, auch in Amerika, natürlich hat er viele Studien durchgeführt, wo die Lage doch sehr anders noch war, denn er ist zufällig auf einen Jungen gestoßen, der sagte, er könne sich daran erinnern, dass er in seinem vorigen Leben als erwachsener Mann erschossen worden sei, und zwar in den Kopf. Und er wusste auch noch genau, dass er dann mit diesen Verwundungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei und dort verstorben sei. Und Ian Stevenson hat dieses Krankenhaus dann gefunden, und in diesem Krankenhaus konnte man sich sozusagen, gab es Belege, Akten noch darüber, dass jemand mit solchen Verletzungen eingeliefert worden sei, und es gab auch noch den Autopsiebericht, also den Untersuchungsbericht nach dem Tod, und wo halt ganz genau dokumentiert war, wo genau die Schusswunden sich befunden haben, wie der Eintritts-, der Austrittskanal war, wie groß im Durchmesser die Eintrittswunde, die Austrittswunde der jeweiligen Kugeln gewesen ist. Und das Interessante war dann daran, dass dieses Kind an seinem Körper, an exakt diesen Stellen, wie sagen wir, Muttermale aufwies. Und zwar genau in der Größe jeweils des Einschussloches und des Austrittsloches des Geschosses bei der verstorbenen Person. Und das hat ihn doch sehr inspiriert, weitere Untersuchungen hinsichtlich dieses Zusammenhangs anzustellen. Und da hat er doch sehr viele Korrelationen gefunden, Dinge, die dort zusammenzugehören schienen. Und für ihn ist es dann in seiner Schlussfolgerung so, dass solche Dinge doch deutlicher, wesentlich deutlicher ein beweiskräftiger Hinweis auf das Wiedergeburte sein können, weil es eben sich hier nicht um Erinnerungen, die der Geist irgendwie in seiner Klarheit von jemand anders, in seiner Hellsichtigkeit wahrnimmt, sondern dass sich das wirklich körperlich als Folge sozusagen Mitnahme aus einem früheren Leben zeigen lässt oder zeigt. Und Ian Stevenson ist mittlerweile verstorben, aber seine Arbeit sozusagen, die wächst und wächst. Es gibt mittlerweile 4 Abteilungen, die seine Arbeit kontinuierlich fortsetzen. Und deswegen sei also Janine gesagt, dass es sich sehr bestimmt sinnvoll ist, diese Studien mal zu lesen, sich damit zu beschäftigen. Denn es reicht einfach nicht, dass wir irgendetwas glauben, sondern es ist für uns wichtig, dass was wir glauben auch mit entsprechenden Evidenzen unterfüttert werden kann. Und wenn wir bestimmte Hinweise und Belege für etwas finden, das sollte dann auch für uns die Wirkung haben, dass wenn wir vorher was anderes geglaubt haben, wir diese Art von Glaubensvorstellung auch wieder lösen können oder uns von der lösen können. Ich glaube, sagt Rinpoche, dass es für uns alle eigentlich ein bisschen ähnlich ist. Ich persönlich wurde anerkannt als die Wiedergeburt eines bestimmten tibetischen Lamas, und in diesem Zusammenhang, wenn wir über körperliche Anzeichen sprechen, muss ich sagen, der war bestimmt sehr schmutzig und hat gestunken, nur als Witz. Die Wahrheit ist, ich erinnere mich an gar nichts daran. Ich habe noch nicht mal einen winzig kleinen Fitzelchen Traum gehabt, wo ich mich daran erinnert habe, an mein früheres Leben. Aber und insofern denke ich, vielleicht ist den Lamas, die mich als Wiedergeburt erkannt haben, ein Fehler unterlaufen. Was ich aber weiß, ist, dass ich
eine ganze Menge Dinge weiß und kann, die ich in diesem Leben jedenfalls nicht gelernt habe. Und ich glaube, mehr oder weniger geht uns das allen so, dass wir bestimmte Fähigkeiten an uns haben oder Wissen an uns haben oder Gewissheiten, die wir in diesem Leben jedenfalls nicht gelernt haben oder von irgendwo sich gebildet haben. Und deswegen würde ich wirklich sagen, dass es doch viele Evidenzen dafür gibt, dass es vor diesem Leben bereits für uns ein Leben gegeben hat. Und darum, wenn das so ist, auch die Wahrscheinlichkeit entsprechend logisch sehr groß ist, dass es nach diesem Leben wiederum ein Leben für uns geben wird. Ich weiß so viele Geschichten dazu, sagt Rinpoche. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die sich tatsächlich auch erinnern können an frühere Leben. Aber das will ich jetzt nicht zum Thema machen. Ich möchte jetzt im zweiten Teil auf die Frage nach dem Kontext des Karma eingehen. So, the karma, of course, when we talk about the life after life, then, you know, we talk about, because life after life is supposed to be a continuation of our, you know, our existence or our life. So therefore, it should have, you know, the what we did this life, how we live this life, should have an effect on our future life, because that's the continuation. Those who did this research also found that, you know, the child that remembered the past life, they had lots of, you know, like, similarities in their, you know, like habitual tendencies in their, even some of the diseases of their past life was had this, you know, the same next life and things like that. But those who don't believe in karma, then the karma is, you know, not believe in life after life. Karma is actually, you know, it's a kind of impact that you make on yourself, you know, that would affect your life, you know, like. It's, I think, not so difficult, like, as a child, you know, how you lived your life, what kind of environment you had in your life, what kind of education you had, you know, affects you throughout your life, no? That's karma, you know? So everything that happens to me now affects my future, you know, gives an impact on my future. And so therefore, you know, in fact, from Buddhist point of view, what I am now, the way I am, the way I feel, the way I, you know, is a result of everything that happened to me till now, not only in this life, but in all the lifetimes. You know, I am a product of my karma. If you don't believe in the last life, then you can say in this life, everything that happened to me till now makes me what I am now. You know? It's not just one thing you did, and then because of you did something wrong, you are punished. You did something right, you are rewarded. It's not like that. Karma is not like that. There is nobody from Buddhist point of view up there who is rewarding you and punishing you. It's the effect, you know. It's the cause and effect of, you know. So it's not just only things that you did, you know, one thing, but everything. Like, you know, I always think like this, that, you know, what I did in the past, you know, how I was born and how I was, you know, I had my childhood and education and all the things that I had affect me what I am now.
But not just that. What I did this morning affect me now. You know, if I didn't have anything to eat today, which I had very nice things to eat, that's why I'm happy, I'm joyful. If I had nothing to eat from early morning till now, would I be like this? I would be very grumpy. I think so. I don't think so. I know. So it's like that, you know, everything affects, and that's how it is. And these changes, these keep on changing. And therefore, karma is not something which cannot be changed, which can be changed, does change, and always changing. Yeah? Some people say this, you know, oh, karma, if it is like predestined, then, you know, it's never predestined. You know, it's keep on changing. That's why we can do something. If it is totally predestined, then we don't need to do anything. You know, we cannot purify our karma, we cannot change our karma. Then you just have to sit there and, you know, okay, whatever comes, comes. You know, that's not the idea. From Buddha's point of view, we can change karma, we can purify karma, we can make positive karma. You know, means we can change. And the karma is not a thing. It's karma is that, you know, the all the cause and conditions that is, you know, creating and affecting me. That's karma. You know. So therefore, you know, of course we can change. But is that its effect is there, you know. I cannot just say that, you know, whatever I did or whatever happened to me has no effect on me. I can't say, because it is there, you know. It has effect on me. So if I say everything that happened to me has absolutely no effect on me, that's saying there's no karma. But that is not true. That's there. But how much effect is there? How, you know, how I can change that? How can I can make it worse? I can make it better. I can, you know, transform it. And that's the idea. That's why the karma is something, you know, it's important that we work on this. You know, most of the practice in Dharma is to change the karma. Mm-hmm. You know, what we call the accumulation of merit, purification, and all these things is about changing karma. No? Und wenn wir über Karma sprechen, also es ist so, dass wenn wir über Wiedergeburt sprechen, die Idee sich damit verbindet, dass es zu einem gewissen Grade eine Fortsetzung, eine kontinuierliche Fortsetzung von Existenz, von Leben ist, sich darum handelt. Und dass allein schon aus diesem Grund, dass was wir jetzt machen, wie wir jetzt handeln, wie wir jetzt aktiv sind, wie wir jetzt leben, eine Auswirkung, eine gestaltende Auswirkung auf unser zukünftiges Leben hat. Und diejenigen, die sich beschäftigt haben mit Kindern, die sich an ihre früheren Leben erinnern könnten, haben teilweise festgestellt, dass diese Kinder dann häufig sehr ähnliche Gewohnheiten oder Neigungen aufgewiesen haben wie die Personen, die sie zuvor gewesen sind. Und nicht nur das, sondern zum Beispiel auch ganz ähnliche Krankheiten hatten wie die Personen, die sie in früheren Leben gewesen sind. Und es geht gar nicht darum, ob wir jetzt an Wiedergeburt glauben oder nicht, sondern es geht darum zu verstehen, worum es sich bei Karma handelt. Karma bedeutet einfach, dass unsere Handlungsweisen eine Auswirkung auf uns selbst haben, eine Auswirkung auf unser Leben haben. Und so wie ich als Kind gelebt habe, das Umfeld, was mich geprägt hat, die Bildung, die ich erhalten habe, hat natürlich Auswirkungen auf mein ganzes weiteres Leben. Und das
ist Karma. Und alles, was mir geschieht, was mit mir passiert, hat eine Auswirkung auf meine Zukunft. Und die buddhistische Sichtweise ist diejenige, dass die Art und Weise, so wie ich mich jetzt fühle, so wie ich jetzt lebe, das, was ich jetzt tue, wie ich jetzt agiere, wiederum ein Resultat meiner, der Art und Weisen, wie ich zuvor gelebt habe, zuvor aktiv gewesen bin, ist. Ich bin also, wenn man so will, das, meine jetzige Form ist das Produkt von meinem Karma. Und wir brauchen wir nicht mal bis in ein voriges Leben zurückzugehen, sondern schon allein, wenn man es nur auf dieses Leben betrachtet sieht, hat unsere Vergangenheit selbstverständlich eine gestalterische Wirkung auf unsere Gegenwart und die wiederum auf unsere Zukunft. Das heißt, es ist eben nicht so, dass Karma das sei, dass wenn man was Falsches macht, dass man dann bestraft wird und wenn man was Gutes macht, dass man dann belohnt wird. Es gibt niemanden irgendwo da oben, keine Macht, die uns bestrafen würde, wenn wir negativ handeln oder uns belohnen würde für irgendwelche positiven Sachen, sondern hier geht es ausschließlich um den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Das heißt, die Umstände, in die ich hineingeboren worden bin, wie ich meine Vergangenheit gelebt habe, meine Kindheit, wie gesagt, meine Bildung und so weiter, die haben zu dem geführt, was ich jetzt bin und wie ich jetzt bin. Und das können wir sogar auch nur auf den heutigen Tag beziehen, sagt Rinpoche. Wenn ich heute früh, so wie ich das gemacht habe, schön gefrühstückt habe, lauter nette Sachen gegessen habe, dann sitze ich natürlich jetzt hier und bin total gut gelaunt und froh. Wäre das auch so, wenn ich nichts zu essen bekommen hätte den ganzen Tag lang, überhaupt noch nicht gegessen hätte? Ich kann nur sagen, also ich wäre echt knatschig jetzt. Und das denke ich mir nicht nur, sondern das weiß ich ganz genau über mich selbst. Das heißt, wichtig ist zu begreifen, dass Karma Veränderung bedeutet. Karma ist ständige Veränderung. Hier geht es nicht um irgendetwas, was vorbestimmt ist, was uns vorbestimmt sei, sondern es geht um das, was sich ständig wandelt und wandelt. Wenn das, wie wir sind, vorbestimmt wäre, dann würde sich das niemals verändern. Es bliebe immer gleich, weil man daran gar nichts machen könnte, in Anführungsstrichen. Und dann müsste man sich einfach nur zurücklehnen und sagen, okay, kann sowieso nichts machen. Aber tatsächlich ist es ja so, und das ist das, was wir auch immer alles wieder, was wir selber auch erleben, dass sich alles verändert. Und das bedeutet auch, was schlecht war oder negativ oder schwierig, kann verändert werden. Ich kann es verändern. Und darum ist wiederum völlig klar und eindeutig, dass es sich bei Karma um den Wirkzusammenhang von Ursache und Wirkung handelt. Und wenn jemand sagt, alles, was er oder sie denkt und tut, habe überhaupt keine Auswirkung auf sie. Das ist dann jemand, der wirklich sagt, es gibt kein Karma. Aber ansonsten stellen wir alle fest, dass was wir denken, was wir tun, selbstverständlich eine Wirkung auf mich selber hat, wir diese Wirkung auf uns selber ausüben. Und das bedeutet, das, was wir jetzt haben, als uns selber erleben, ist natürlich egal. Wenn es schlimm ist, kann man es verbessern. Wenn es gut ist, kann man es noch besser machen. Man kann es transformieren, man kann es wandeln. Natürlich auch in die andere Richtung. Und insofern ist das Thema Karma wirklich ein wichtiges Thema, mit dem man sich unbedingt auseinandersetzen muss. Und vom buddhistischen Standpunkt aus betrachtet, kann man einfach deutlich erkennen, dass der allergrößte Teil der Dharma-Praxis mit Karma zu tun hat, nämlich zum Beispiel Verdienst anzusammeln, Reinigungspraktiken auszuführen und so fort. So, next question is from Alex. If I is not definable in Buddhism, does rebirth really occur? What is reborn then? Die nächste Frage kommt hier von Alex. Hier geht es nochmal um die Wiedergeburt. Wenn ich als solches im Buddhismus gar nicht definierbar ist, findet Wiedergeburt dann tatsächlich statt? Was wird denn dann wiedergeboren? Now, you know, in Buddhism, when you say that, you know, everything is emptiness, interdependent, and things like that.
That doesn't mean to say that there is nothing. This is very important to understand. Buddhism is not a nihilistic philosophy. It's not says there's nothing. It doesn't say that and doesn't believe that. It talks about two things, two truths, the relative truth and ultimate truth. It's very important to understand this. The relative truth is, these two truths are not two things, but two stages. It's a way to explain or understand how things are. Now, what do you mean by relative? Relative means, it's something happening. It is happening, it's there, and it's true, but it's only relative. There's nothing, absolute in it. That's called relative truth, So everything it's happening, like rebirth, all our experiences, all the experience of our life, anything that we experience is relative and relative truth. Now there can be two things, relative truth and relatively false. We can see something and it's really there. I say, please bring me a cup of tea, and you bring me a cup of tea, and you see as tea, I see as tea, I can drink it, and that's relative truth. But I am a little bit maybe drunk, and then I say, bring me a cup of coffee, and then you bring nothing, but I say, oh yeah, I had a cup of coffee, or something like that. I see something, I see two of, not one, but two of you. That's false, yeah? That's falsity. There are lots of falsity, But there's also, relative truth. Now, all these things that we experience, we can identify them, which can, really, that's relative truth. Even enlightenment is relative truth. Buddha is relative truth. Everything is relative truth because it's true, but it's relatively truth. So, I is a relative truth. It's there. I can't say there's no me, there's no me, there's the me. Yes, I feel me and you feel you and everybody feels. Now, if you look at that, how true is, how real, how, what is the nature of that truth? And then if you find that, it's not, totally solid, it's not totally one, it's not, it's a very, very strange way that it's beyond almost any, you can't say it is really there, it's not really there, it's both, it's not, you can't, it's something a little bit beyond our concepts, the real true complete true nature is something much beyond our intellectual way of seeing, and that's called ultimate truth. So, ultimate truth is actually relative truth. Relative, it's, when you say it's relatively truth, that means it's not ultimately truth, it's relatively true, but it's true. Yeah? So therefore, I can,
my rebirth is there. But it's very difficult to say exactly what is reborn. You know, everything, it's a continuum, you know. I cannot say exactly what exactly I am now. I'm relatively there, you know. I'm relatively there, you know, because of everything around me and, you know, my consciousness is there, my, you know, my body is there. My body is there because, you know, there is this environment, you know, there is fire, there's heat, right, in the right heat, right condition, there's water, right condition, there's oxygen, right, everything is right. Otherwise, I wouldn't be there. So all these things make me what I am. It's not that I'm not there. I'm, of course, there, but not ultimately there. It's, you know, where is it that I am exactly in me? What is it that I am in me? If you want to find one thing, this is ultimately me. It's very difficult to find, you know. So therefore, that's how I am. And if I truly find out with my experience how I am truly, then I understand my true nature. And that's very important to understand, but that's difficult to understand. Yeah. So therefore, you know, like for instance, you know, you know, it's not about just rebirth and things like that, but even as I said, now I, as I am, what exactly is me, you can't find out. So you can't find out what exactly is rebirth, but the whole thing is a continuation. No, it's a continuation. Sometimes it is even said that what I am on my next life, you can say exactly it's the same. It's not the exact same. Buddha gave 5 examples. One example is milk and yogurt. I hope everybody knows that yogurt is made of milk. Because some modern people don't know that, you know. Once I was talking about milk and yogurt, and says, yogurt is made of milk? I didn't know that, you know, because these days it comes in, you know, in packets, you know, so you don't know how it is happening, you know, but it's made of milk, yogurt, you know. But it's not milk, yeah? When you have yogurt, you have no milk. When you have milk, it's not yogurt, you know? But without milk, you can't have yogurt, you know? It tastes different, yeah? It's not exactly the same, but it's a continuum. So it's a little bit like that, you know, there are many other examples, but it's a little bit like that. But you know, it's also important that from Buddhist point of view, you know, the way we are, you know, the way we are, you know, we have lots of problems, we have lots of difficulties and sufferings and problems. And we don't like that. We don't like that at all. We don't like problems. We don't like suffering. We don't like difficulties. We don't like pain. Why? Because actually we don't have them. It's an illusion, and we don't need to have them. We can be free from that. And that we know, and that's why we don't like it.
So therefore, you know, it is possible to be free from all these sufferings and pain and problems. And our true nature is trying to get there, trying to awaken to that state. And that state is called enlightenment in Buddhism, to really understand yourself and completely. Yeah. But that state is not like, you know, it's something different, it's something like then nothing, everything disappears. It's not like ultimate nature, it's not that everything disappears. This very relative truth, you understand its true nature, that experientially, that is what we call ultimate truth. Yeah, it's not something different. Yeah. So therefore, all these things happen, you know. Anything can happen actually, because it's relative. It's not one kind of, not something totally kind of concrete, you can say, solid. That's why anything can happen. Things can change. Things can become better. Things can transform. Things can, you know. Im buddhistischen Kontext sprechen wir, wenn wir auf diese Punkte kommen, natürlich über Leerheit, über abhängiges Entstehen und Erscheinen. Wenn wir darüber sprechen, über die Welt, über die Erscheinungen, die Phänomene. Und Leerheit und abhängiges Entstehen bedeutet aber nicht, dass die Dinge nichts wären, also dass es nicht vorhanden wäre. Im Buddhismus oder beim Buddhismus handelt es sich nicht um eine nihilistische Philosophie. Hier spricht man in diesem Kontext von den sogenannten zwei Wahrheiten, der relativen Wahrheit und der absoluten Wahrheit. Und es ist ungeheuer wichtig zu begreifen, was das bedeutet. Die relative Wahrheit kann man so sehen, dass, Rinpoche hat dann anders angesetzt und hat gesagt, diese zwei Wahrheiten sind nichts, was getrennt voneinander existieren würde, sondern dieses Modell der zwei Wahrheiten ist lediglich eine Erklärmethode, um sozusagen einem stufenweise zu vermitteln, wie und in welcher Art und Weise wir existieren und die Welt existiert. Relativ bedeutet, dass irgendwas passiert, irgendwas sich ereignet und für uns ist das nachvollziehbar vorhanden. Für uns ist das nachvollziehbar die Wirklichkeit, aber es ist eben auf der relativen Ebene wahr. Und das bedeutet, es ist immer, alles, was sich ereignet, ereignet sich in Bezügen, in Bezüglichkeit. Deswegen das Wort relativ. Und es bedeutet auch, dass nichts Absolutes in keinem dieser Ereignisse steckt. Ganz gleich, ob es sich um ein Ding handelt oder eine Situation, ein Erlebnis, egal ob es hier um Wiedergeburt geht oder um unsere Erlebnisse unseres Lebens, alles, was wir erleben, ist relative Wahrheit oder ist relativ wahr. Und von dieser relativen Wahrheit gibt es zwei Aspekte oder zwei Ebenen. Einmal relativ wahr und dann relativ falsch. Wenn ich jetzt hier sage, ich habe hier eine Tasse Tee, ich möchte gerne eine Tasse Tee trinken und dann wird mir so eine Tasse wie hier hingestellt und die Person, die mir bringt, sieht, das ist eine Tasse und da ist Tee drin. Ich selber sehe das auch so und ich kann das trinken und das läuft dann tatsächlich auch in mich hinein und so fort. Das würde man als relativ wahr bezeichnen. Relativ falsch würde man bezeichnen, wenn ich betrunken bin und dann so vor mich hin, lala, bring mir doch einen Kaffee und dann bringt mir irgendjemand einen Kaffee oder bringt mir gar nichts und ich denke, ich trinke Kaffee. Oder jemand stellt mir eine Tasse hin und ich bin überzeugt, da stehen jetzt zwei Tassen und ich habe jetzt zwei Tassen Kaffee. Das
ist relativ falsch. Das versteht man unter relativ falsch. Das heißt, alles, was wir erleben, alles, was wir identifizieren können, definieren können, dabei handelt es sich um die relative Wahrheit. Und das bedeutet, auch Erleuchtung ist relativ wahr. Auch Buddha ist relativ wahr. Wahr, aber eben in Bezügen, in einem Bezug, in einer Bezüglichkeit. Und insofern ist, genauso wie auf die Frage bezogen, ich relativ wahr, dass ich bin doch für mich vorhanden, das ist für mich unleugnbar da und ich kann mich fühlen, ich kann mich wahrnehmen und empfinden und das ist relativ wahr. Ich bin, die Art und Weise, wie ich tatsächlich bin, ist meiner Natur nach eben relativ und nicht absolut. In mir gibt es nichts, was festgefügt wäre, was aus einem Guss wäre oder eins nur wäre, einzigartig oder ein Teil, sondern die Art und Weise, die Natur, wie das, was ich als ich erlebe, existiert, ist ein bisschen jenseits von all dem, was sich für uns gewöhnlich intellektuell auf jeden Fall erfassen lässt. Ganz kurz ist Rinpoche eingegangen auf die sogenannten vier Extreme. Das heißt, man dieses Ich, wenn man das genauer anschaut, dann kann man nicht sagen, dass es nicht existiert, aber man kann genauso wenig sagen, dass es existiert und so fort. Hat Rinpoche nicht weiter ausgeführt. Das heißt, die Natur unseres Seins ist jenseits dessen, was wir intellektuell erfassen können und das ist eben die Art und Weise, die Natur, die Weise, in der wir existieren und alle Phänomene existieren. Das nennen wir die letztendliche Wahrheit. Das bedeutet in der Schlussfolgerung, die letztendliche Wahrheit ist die relative Wahrheit. Aber es ist eben nicht das Gleiche sozusagen, es ist aber wahr. Und bezüglich auf meine Wiedergeburt ist es ganz genauso. Ich bin ja vorhanden, das können wir auch alle sehen, da würden wir auch alle ja sagen, das ist also eine relative Wahrheit. Aber was da von mir jetzt hier wiedergeboren worden ist, das lässt sich überhaupt nicht festnageln, sondern was man klar sehen kann, es gibt da eine Fortsetzung, da ist eine Fortgesetztheit von Lebendigkeit, wenn man so will, aber exakt was genau ich bin, was von mir wiedergeboren ist und jetzt hier sitzt, das lässt sich nicht sagen. Was man sehen kann, ist, ich bin jetzt hier in dieser Form vorhanden, mit bestimmten Bedingungen ausgestattet, mit einem bestimmten Bewusstsein, mit einem bestimmten Körper, in einem bestimmten Umfeld. Es ist auf jeden Fall deutlich zu sehen, dass alles, was notwendig ist, dass dieser Körper zum Beispiel existiert, das heißt Wärme und Feuer in dem richtigen Maße existiert, Flüssigkeit, Wasser in dem richtigen Maße existiert, Sauerstoff in dem richtigen Maße existiert, all das ist vorhanden, ohne diese richtige Ausgewogenheit der einzelnen Bestandteile würde ich nicht existieren, wäre ich nicht hier. Das heißt, ich bin da, ich bin hier, ich bin vorhanden. Und das ist relativ wahr und nicht letztendlich. Und wo ist, zum Beispiel können wir dann schauen, um das nachzuweisen, wo ist denn dieses Ich in mir? Gibt es irgendwie einen Platz, wo ich feststellen kann, ach, hier ist das Ich von mir oder da ist das Ich von mir? Wir können, wenn wir anfangen, das zu untersuchen, fällt es uns sehr schwer, so ein festgefügtes Ich, was absolut vorhanden ist, festnageln zu können, zu sagen, da ist es. Und insofern kann ich also feststellen, was meine wirkliche Natur ist. Nämlich meine wirkliche Natur ist, dass ich letztendlich, ultimativ, absolut, eben nicht vorhanden bin. Das ist die letztendliche Wahrheit oder die ultimative Wahrheit. Und insofern ist es sehr, sehr, sehr wichtig, das zu untersuchen, wie man vorhanden ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und genau darum geht es, egal um welches Phänomen, auch bei der Wiedergeburt. Man braucht aber nicht nur über die Wiedergeburt zu reden, sondern eben jetzt auch genau in diesem Moment, wenn ich hier sitze, sagt Rinpoche, was ist denn exakt dieses Ich? Was jetzt ich hier sitzt. Was ist denn jetzt hier exakt die Wiedergeburt? Es geht eben genau darum, dass es von der Seinsweise dieser Phänomene her kein Unterschied ist. Es ist eine Fortgesetztheit, eine Fortführung. Buddha hat das an 5 Beispielen dargestellt.
Eins dieser Beispiele ist der Zusammenhang zwischen Milch und Joghurt. Ich hoffe, hier alle in diesem Raum wissen, dass Joghurt aus Milch gemacht wird. Ich war mal wo ich dieses Beispiel angefügt habe und dann jemand total verwundert war. Ich gehe aber davon aus, also weil der wahrscheinlich nur Joghurt aus Bechern kannte, auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass wir hier alle wissen, dass Joghurt aus Milch gemacht wird. Aber der Punkt ist, obwohl Joghurt aus Milch entsteht, sind Milch und Joghurt nicht dasselbe. Und ohne Milch gäbe es auch keinen Joghurt. Aber dennoch sind immer noch Milch und Joghurt nicht dasselbe. Und in diesem Zusammenhang wird vielleicht das, was man als Kontinuum auffasst oder als Kontinuum bezeichnet, fassbar. Buddha hat noch viele weitere Beispiele dafür genannt. Und die buddhistische Sichtweise ist die Art und Weise, wie wir sind, die Schwierigkeiten, die wir erleben, das Leiden, die Probleme, die wir haben, das ist was, was wir nicht leiden können, was wir nicht mögen. Und warum mögen wir das nicht? Warum haben wir so eine große Abneigung dagegen? Weil wir nämlich tatsächlich nicht abhängig sind in unserer Existenz davon, dass wir Schwierigkeiten und Probleme und Leiden haben. Und weil wir wissen, eigentlich wäre es gar nicht nötig, deswegen mögen wir das auch nicht, dass das da ist. Wir würden lieber frei von Problemen und Schwierigkeiten sein. Und so, wenn wir uns dem zuwenden, wie wir wirklich vorhanden sind, erkennen wir unsere wahre Natur. Und wenn wir unsere wahre Natur erkennen und die sich entfaltet, das wäre dann das, was wir als Erleuchtung bezeichnen würden. Das heißt, Erleuchtung bedeutet, wirklich tiefgreifend und ganz genau zu verstehen, wie man selbst vorhanden ist. Und die Vorstellung zu haben, wenn man Erleuchtung verwirklichen würde, dass sozusagen alles Dingliche verschwindet, das ist eine falsche Vorstellung, sondern man versteht vielmehr, welches Wesen alles Dingliche hat, in welcher Art und Weise, in welcher Natur sozusagen all das existiert. Und deswegen ist es wichtig, sich mit diesen Themen zu befassen, mit Leerheit, mit dem, was man als relativ und absolut versteht. Und wenn man anfängt, das mehr zu verstehen, mehr Einsicht da rein zu haben, wie man existiert, dann begreift man auch, dass wenn man im Moment gerade traurig ist oder sich schlecht fühlt, dass das veränderbar ist und dass man Möglichkeiten hat, sich selbst zu transformieren. There are two more questions on karma. I think I will not say too much because then I have said enough about the karma. One is individual karma and interdependence. Individual karma is, you know, how an individual, you know, experiences things. Interdependence is how things are, you know. This question is a little bit based on that I is ego or I is illusion doesn't exist, a little bit on that, which is not in a way the idea. And karma and free will, I think we already talked about that. Es gibt ja noch zwei weitere Fragen zu diesem Themenkreis mit Karma. Und der erste Punkt bezieht sich hier, der erste Frage bezieht sich auf diese Beziehung zwischen individuellem Karma und abhängigem Entstehen oder abhängiger Erscheinung. Und ich würde sagen, bei individuellem Karma handelt es sich darum, wie wir individuell unser Leben erleben, Dinge erleben. Das würde ich als individuelles Karma bezeichnen. Und abhängiges Entstehen ist die Art und Weise, wie wir vorhanden sind, allgemein, grundsätzlich. Und die zweite Frage, da geht es eben um Karma und den freien Willen. Das Thema haben wir eigentlich auch schon ein bisschen abgegrast. Es geht halt um diese Punkte von dem, was wir als Ich, als Ego bezeichnen würden und der These, dass das Ich als solches illusionär ist. Und in diesem Kontext gehören diese beiden Fragen, wo wir schon viel zu geklärt haben. The next question is about predictions and protection. This is from Mina. Predictions of Guru Rinpoche. Many lamas have said that according to some interpretations of the prediction of Guru Rinpoche, this current year of the dragon
is a very important year for practice in order to prevent a disastrous global war in 2030. Would it be good to arrange some practice together as a Sangha for that purpose? Would you give a suggestion which practices, prayers or mantras we could do? I don't know. There are lots of predictions, you know. Nostradamus, Vava Benga, you know, many others. Everybody seemed to say that even 2024 is a very bad year. 2025-3 was also a very bad year. And I think it continues to be worse and worse. Maybe it is. There are many predictions. And there's one prediction which says Iron Dog year would be very bad. Lots of wars and lots of, you know, negativity and things like that. And many people, some lamas think that that would be the next Iron Dog year, which is 2030. Mm. And then some lamas said that if that is the case, then all the kind of things we might be able to do to ward off those bad time has to be done in the dragon year. Because they say that dragon year is the opposite of dog year. It's this, you know, the seven years in between, you know, the seventh. So it's dragged in. And so if we do good in the things in dragon year, it will affect the dog year much strongly. So therefore, this is the right time to do. There's nothing wrong doing something. Whether it works or not, I don't know. They say lots of things like lots of Guru Padmasambhava's statues to be erected in very PowerPoint house, you know, places. And then Guru Padmasambhava's practice, Tara practice, all this has to be done and things like that. There are lots of, a long list of things they recommend. Whether we can do it or not is up to us. You know? And also it depends how well we do it. And so this, I don't know. I didn't say much about these things because, you know, I don't really know. And next question says that, why could Tibet not be protected? That I can more or less say. I said this a few times. You know, that time the king, at that time, the king of Tibet, requested Guru Padmasambhava, what will happen in the future in Tibet? And then, is there anything we can do to make bad things not happen? And Guru Padmasambhava gave detailed, you know, predictions. You know, this will happen. There will be these signs. Then that time you should do this. And if you do this well, it could, you know, transform that situation. If not, then it will be this bad thing will happen. Then next time this happens, that time you should do that. Next time, like, you know, it's till now, and you know, even further, he gave all the predictions. And you know, Tibetans did not do any of them. You know, they completely did the wrong way. To start with, he told the king that time. The king was very devoted to him. The king, he said, this year you should not celebrate Tibetan New Year. He said, of course, we will not celebrate New Year. So he announced that this year
we will not celebrate New Year. And all his ministers, all his people came and said, how is it possible that we don't celebrate New Year? We are so good, everything is going so well. If we don't celebrate New Year this time, when will we celebrate? You know, we have to celebrate. You know, he said, Guru Padmasambhava, Guru Padmasambhava, who is Guru Padmasambhava? You know, this Indian, you know, sadhu must be, you know, he must have something wrong, the intention or something. We have to celebrate New Year. Then he went back to Guru Padmasambhava, said, you know, they don't listen to me. Everybody says they have to practice, celebrate New Year. And Padmasambhava said, okay, let them celebrate New Year. You also can celebrate, but don't participate in any of the activities, like, you know, horse race and all kind of those kind of sports. You please don't participate in anything. He said, yes, yes, and he went down. And then, you know, I don't know, maybe he drank a little bit, or maybe his, you know, people made too much pressure. He did horse racing. He participated himself in the horse racing, and he fell down from the horse and died. The king died. And exactly same thing happened all the time. Yeah. And then Tibet, you know, it was in that situation. Everybody knew that it was in a very bad situation. China was there, England was there, all these things. They could have done something. They could have put together, they could have collected all the people together, they could have made, you know, boundaries, they could have made, you know, treaties with India. Indian Prime Minister, the new Prime Minister at that time, sent message after message to Tibet that, please, we have to make a treaty. They didn't do anything. They were making picnic. And then he went and made a treaty with Chinese, and it was finished. It happened like that, continuously, you know. Even then, even there was one, he himself told for us. One, you know, this Dzongsan Chenzi Rinpoche, you know, Dzongsan Chenzi Rinpoche came, and he wanted to see Dalai Lama. You know, Dalai Lama was that time not that old. He said, I must see Dalai Lama, I must see Dalai Lama. So then he was told that this one Lama from Kham is so insisting that he should see you. You want to see him? He said, yes, let him come in. Then he came and he said, you know, Tibet is in great danger. I have repeated, you know, predictions from Guru Padmasambhava that if we don't do these things, it will be gone. It will be taken over by China. So we have to do this. He said, what do we have to do this? Oh, not so much. You know, we have to build a three-story, a very high Guru Padmasambhava in kind of what they call Nansi Silnen, you know, this Nansi Silnen Guru Padmasambhava in front of the Jowo Rinpoche, you know, the Buddha statue in Delhi, in Lhasa. And then the Buddha statue has to be tied up with iron chains and put four big kind of killers, you know, bags. That's it. And he said, oh, that's what we can do. And he asked his ministers, immediately do this. You have to do this. And then they were talking here, there, you know. And finally, they built a Padmasambhava. Guru Padmasambhava, but Indian Guru Padmasambhava. That's called Guru Jagarma, you know, as a Pandita, the Indian mass, Indian kind of scholar, and nothing else. Then he heard later on
that Jame Chetse of, you know, Jame Chetse came, saw this, then he said, you know, I'm sorry that Tibet will be lost. Because they built this Indian Pandita Guru Pama Sambhava, Dalai Lama and some of his people will be able to go to India. And they will be safe there, but Tibet will be lost. And he went to India himself. He died in Sikkim. Yeah. Like that. So maybe it's called Tibet's karma, you know, and things like that. Tibet could have actually, when there was wars going on in the eastern border with the Khambas, you know, the central government didn't do anything. It's like that, you know. So that's why Tibet could not be saved. Gibt zwei Fragen. Die erste, also die hier zusammenhängen ein bisschen. Die erste ist von Minna. Da geht es also in diesem Fragenkontext um Voraussagen, die getroffen worden sind und Schutz. Und Minna bezieht sich hier auf die Weissagungen sozusagen, die Guru Padmasambhava getroffen hat in Bezug auf die Zeiten, die kommen werden, und fragt sich also, dass, oder sie sagt hier, dass viele Lamas gesagt haben, dass aus Grund unterschiedlicher Interpretationen bezüglich der Weissagung von Guru Rinpoche dieses gegenwärtige Jahr des Drachens ein sehr wichtiges Jahr für die Praxis insgesamt ist, um desaströsen Weltkrieg zu vermeiden, der ansonsten 2030 beginnen würde oder herrschen würde. Wäre es unter diesen Umständen nicht gut, wenn wir gemeinschaftliche Praxis als Sangha organisieren würden, um eben diesen entgegenzuwirken? Und hätten Sie vielleicht einen Vorschlag, welche Praktiken wir oder Gebete oder Mantras wir da gemeinschaftlich machen könnten? Und Rinpoches Antwort darauf war, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt viele, viele Weissagungen und Voraussagungen und Prophezeiungen von Nostradamus und von allen möglichen Leuten und im Kontext von buddhistischen Lehrern, Lehrerinnen wurde oft gesagt, dass 2024 ein sehr schreckliches oder sehr schlechtes Jahr sein würde. Viele haben auch dasselbe schon über 2023 gesagt und dass einfach die Negativität da sehr groß sein würde. Und vielleicht ist es ja auch so. Es gibt eben, wie gesagt, sehr viele Prophezeiung zu diesem Thema, unter anderem eben die Prophezeiung, dass das Eisenhundjahr ein äußerst negatives Jahr werden würde, wo Krieg herrschen würde, allenthalben, und die Negativität sich stark ausbreiten würde. Und das nächste kommende Eisenhundjahr ist 2030, und viele Lehrer oder Lamas, besser gesagt, gehen davon aus, dass dieses Jahr gemeint ist, also 2030 in diesen Prophezeiungen. Und um eben dieser Negativität, die sich da ausbreiten könnte, wirkungsvoll entgegenwirken zu können, ist es ratsam, das davorliegende Drachenjahr sozusagen zu nutzen, um so viel Verdienst und positive Energie anzusammeln und freizusetzen, zum Beispiel durch Praxis und viele andere Sachen wie möglich, weil quasi das Drachenjahr dem Hundjahr direkt gegenüber liegt und insofern aus der Astrologie heraus gesehen wird, dass die Kraft dort am stärksten ist, dem entgegenzuwirken, also da eine wirksame Operation aufzubauen.
Und ich würde sagen, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich 2030 sein soll, dieses Jahr, oder ein nächstes Eisenhundjahr. Es gibt das, kommt ja alle 12 Jahre wieder, oder dann mit den Elementen dazu alle 60 Jahre wieder. Auf jeden Fall ist es ja nie falsch, was Gutes zu tun. Und zum Beispiel wird immer gesagt, es wäre sehr sinnvoll, wirklich Gaudapadma-Sambhava-Statuen an Kraftorten zu errichten und solche Praktiken wie Gaudapadma-Sambhava-Praxis zu machen oder Tara-Praktiken durchzuführen und die eben dem Frieden und dem Wohlergehen der Welt zu widmen. Ob und inwieweit wir das machen, liegt erstmal an uns, und natürlich ist auch nicht wenig wichtig, in welcher Qualität wir diese Praxis auszuführen in der Lage sind. Die nächste Frage schließt sich hier daran gleich an, eine Frage von André, der einfach fragt, warum konnte denn Tibet nicht geschützt werden? Und hierzu sagt Rinpoche, kann ich was sagen? Da weiß ich etwas darüber. Also es ist so, dass damals der König zur Lebzeit von Guru Padmasambhava sehr große Hingabe hatte für Guru Padmasambhava und Guru Padmasambhava darum gebeten hat, entsprechende Prophezeiungen zu entwerfen für die Zukunft Tibets. Und Guru Padmasambhava hat das in enormer Detailreichheit gemacht. Er hat wirklich ganz detaillierte Vorhersagen abgegeben und gesagt, wenn diese Zeichen sich zeigen, dann müsst ihr das und das und das tun. Wenn ihr das nicht tut, dann zeigen sich diese und jene negativen Auswirkungen. Wenn wiederum jene Zeichen erscheinen, dann müsst ihr dies, das und jenes tun und dies, das und jenes meiden und so weiter. Und Guru Padmasambhava hat ja seine Prophezeiungen, die reichen ja nicht nur bis in unsere Gegenwart, sondern tatsächlich auch noch weit darüber hinaus. Und der entscheidende Punkt ist, dass die Tibeter einfach nichts von dem gemacht haben, umgesetzt haben, was Guru Padmasambhava gesagt hat, was gut wäre. Denn der damalige König, da war, wie gesagt, hatte eine große Hingabe empfunden zu Guru Padmasambhava. Und Padmasambhava hat dann gesagt, in diesem Jahr dürft ihr oder solltet ihr auf keinen Fall große Feierlichkeiten oder Feierlichkeiten überhaupt machen zum tibetischen Neujahr. Und dann hat der König das seinen Ministern entsprechend weitergegeben und die sagten, das ist ja total unmöglich und total blöd und uns geht es jetzt super gut. Wann sollten wir den Neujahr richtig feiern, wenn nicht jetzt, wo es uns doch gerade so hervorragend geht? Und dann hat der König gesagt, ja, aber Guru Padmasambhava hat gesagt, und sie haben gesagt, ach, dieser indische Sadhu, was der da vielleicht für Vorstellungen hat und so weiter. Auf jeden Fall haben sie nicht auf den König gehört. Und dann ist der König zurückgegangen zu Guru Padmasambhava und hat gesagt, die wollen aber unbedingt Neujahrsfeier machen. Und dann sagte Guru Padmasambhava, okay, aber dann bitte, du solltest auf gar keinen Fall an irgendwelchen sportlichen Veranstaltungen, die da üblich sind, teilnehmen. Nicht am Pferderennen und an gar nichts. Und er hat gesagt, ja, mache ich auch nicht. Und dann ist er halt bei diesen Feierlichkeiten gewesen. Vielleicht war er betrunken oder vielleicht haben die Minister ihn zu doll gedrängt. Jedenfalls hat er am Pferderennen teilgenommen. Er stürzte vom Pferd und er starb. Der tibetische König war tot. Ganz einfach. Und so setzte sich das die ganze Zeit fort. Es gab ja so viele Anzeichen, es gab auch so viele Möglichkeiten zuvor, dass man sehen konnte, was kam, wie die Dinge in China sich entwickelten, wie das Ganze mit den englischen Kolonien ablief. Und das heißt, die tibetische Regierung und die Tibeter an sich hätten alle möglichen Sachen machen können. Die hätten sich vorbereiten können, die hätten ihre Grenzen stärken können und so weiter. Und der indische Premierminister, damals der erste, hat immer wieder an die tibetische Regierung geschrieben, um einen Vertrag herzustellen. Und die tibetische Regierung hat schlicht und ergreifend nicht darauf reagiert. Rinpoche sagt, die waren wahrscheinlich picknicken. Auf jeden Fall haben sie nicht darauf reagiert. Und so hat halt Indien mit China Verträge geschlossen. Und das Ganze nahm seinen unguten Lauf. Und Sonsak Khyentse Rinpoche, der damalige, kam dann zum Potala und bat um eine Audienz beim Dalai Lama, der damals ja noch sehr jung war, war ja noch nicht erwachsen. Und dann haben die Lamas gefragt, ja, da ist dieser
Lama aus Kam, der will sie unbedingt sehen, wollen sie ihn vorlassen? Und dann hat der Dalai Lama gesagt, der junge Dalai Lama, ja, bitte. Und dann haben die sich getroffen und dann hat Sonsak Khyentse Rinpoche gesagt, es ist wirklich, die Tibet ist in allerhöchster Gefahr. Und ich habe diese Prophezeiung von Guru Padmasambhava nochmal genau studiert. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist Tibet verloren. Und darum ist es notwendig, jetzt eine 3 Stockwerke hohe Statue von Guru Padmasambhava in der zornvollen Gestalt zu bauen. Und zwar direkt gegenüber von der Jovo-Buddha-Statue in Lhasa. Und die Buddha-Statue in Lhasa, die muss mit eisernen Ketten umwickelt werden. Und an den 4 Ecken müssen 4 große Vajra-Dolche in die Erde gesteckt werden. Und das muss so gesichert werden. Und dann hat er den Ministern das eben gesagt. Und die haben gesagt, ja. Und dann wurde diskutiert und hin und zurück und vor und wieder. Und dann haben sie einfach so eine relativ kleine Statue von Guru Padmasambhava, aber in dem indischen, in dieser indischen Erscheinung als Pandit, als Gelehrter dahingesetzt und ansonsten gar nichts gemacht. Und Sonsak Khyentse hat dann gesagt, ja, also der hat das gesehen und hat gesagt, Tibet wird einfach verloren gehen an die Chinesen. Und das einzig Gute ist vielleicht noch, dass, weil Guru Padmasambhava in der Statue jetzt als indischer Pandit da gebaut worden ist, dass der Dalai Lama dann Zuflucht finden kann in Indien und ein paar andere Leute, aber Tibet selbst wird verloren gehen. Und die sind dann, ihnen ist dann auch die Flucht gelungen bis nach Sikkim und dort ist er halt gestorben oder ist er verstorben. Und Krieg war überall an den östlichen Grenzen ja in Tibet und das selbst da, als die Kampas im Osten von Tibet die Chinesen versucht haben aufzuhalten, hätte die Zentralregierung in Lhasa noch was unternehmen können, aber sie haben einfach nichts gemacht. Next is Maria. Could you please explain the value of smoke offering? Why is it good to do it regularly at Bodhichaya and how to explain to the neighbors what the smoke and the drums are about? Die nächste Frage ist von Maria. Hier geht es um das die Rauch It's darbringen. The most important practice of all. Und Maria fragt die Rinpoche, können Sie bitte den Wert einer Rauchdarbringung erklären und warum es gut ist, das regelmäßig im Bodhichaya durchzuführen und wie man das dann den Nachbarn erklären kann, was das Ganze mit dem Rauch und den Trommeln auf sich hat. Und Rinpoche sagt, das ist überhaupt die aller wichtigste Praxis hier. You know, this practice that we do is called, you know, what is it called? Sun. It's a special Ruo Sanctuary. And if you read the colophon or the of the Ruo Sanctuary, it says that it's good for everything. It's good for making everything goes well. It's good for clearing all the obstacles. It's good for bringing peace in the world. It's good for, you know, people who died. It's good for everything. Yeah. And lots of people do it. And smoke offering, you know. I have a story. When I was working in Sikkim in the university, and there was a couple who was, you know, the Indians, you know, education department professors. And they had a child, and child was crying all night, and he was never sleeping, and he was not allowing his parents to sleep. So they came to me and says, can you do something about this? Because, you know, we did everything, we consulted doctors, with nothing happens, and it's impossible for us because we cannot sleep at night. I said, maybe I can take you to Dotrukchen Rinpoche, you know, this
great Lama in Sikkim. He passed away now. I can take you to Dorje Rinpoche. So I took them to Dorje Rinpoche, and they asked, and Dorje Rinpoche gave some sang, you know, this some blessed incense. This what do you call it? The the ones you make the sang with. Mm-hmm. And said, every evening you make smoke in your room and put some smoke on. So since that night, the child had no problem. He slept completely and never had any problem. So that important. I don't know every time all the smoke is like that or not, but because Radek is, you know, such a great practitioner, you know, maybe it has even more power. And yes, the stronger you drum, the more effective it is. I'm joking. You can do this, but of course you should not disturb anybody, neighbors or no neighbors, you know. I think that's very important, that we don't disturb any neighbors through smoke or through drum. We should make the drums more melodious, smoke a little small, you know, or smelling better, you know, good smelling, and then not so much, you know, too much. Incense is really bad, you know. Mm. In some monasteries, they make so much incense, and I have problem with my, even Gampa has problem, you know. He asks people not to bring smoke, you know, incense, because it's not good for your lungs, you know. Mm. So you have to be careful about these things, but you know, doing a little bit is, I think, okay, but, you know, we should not at all disturb even one person, because if we make someone angry or upset, then it's not a positive thing, it's a negative thing. So it's, you know, we have to be careful about that. Also, wir machen ja hier die Sang gemäß des Rivo Sangshe, wo man lesen kann, im Kolophon dieses Textes, dass Sang als eine Praxis betrachtet ist, die einfach für alles gut ist, die das Wohlergehen der Leute und der Wesen stärkt, das Hindernisse beseitigt, das den Weltfrieden mehrt, das auch für verstorbene Personen positiv und gut ist. Und das ist der Grund, warum wir das halt machen. Bezüglich des Darbringens von Rauch als Gabe gibt es eine Geschichte. Als ich in Sikkim halt war, an der Universität, gab es dort ein indisches Ehepaar, die im Bildungsministerium gearbeitet haben oder dafür gearbeitet haben und dort dem Lehrkörper auch mit angehörten. Und die hatten ein kleines Kind, einen kleinen Jungen, ein Baby, der halt immer geweint hat. Und sie konnten überhaupt nicht mehr schlafen. Und das Baby selber konnte ja auch überhaupt nicht schlafen. Und die kamen dann zu mir und fragten, können man da nicht irgendwas machen? Wir waren schon bei verschiedenen Ärzten. Es gibt da irgendwie scheint es keine Hilfe. Und Dorje Rinpoche hat dann ein sehr bekannter Lehrer, der mittlerweile natürlich leider verstorben ist, hat gesagt, dass es gut wäre, eben so ein Rauch, so eine Rauchgabe oder Rauchopfer wird es hier immer genannt, darzubringen, und zwar mit gesegneten Ingredienzien, was da alles reingehört, Weihrauch und wie nennt man nochmal Jumiter, Wacholder und so weiter. Das sind ganz bestimmte Ingredienzien, die da reingehören, und die hat er diesem Ehepaar dann zukommen lassen und hat gesagt, dass sie jeden Abend ein bisschen von diesem
Rauch sozusagen in dem Raum, wo das Kind schläft, erzeugen sollten. Und ab da schlief das Kind dann und weinte nicht mehr. Und so kraftvoll also kann die Praxis sein. Und allein deswegen lohnt sich das vielleicht schön. Und weil Radek ja so ein großartiger Praktizierender ist, ist die Wirkung hier vielleicht noch umso stärker. Und ja, man sollte die Trommel so laut und kraftvoll schlagen, wie man kann, weil der Effekt dann noch größer ist. Aber natürlich, nein, es ist total wichtig, dass man, egal welche Praxis man macht und natürlich auch diese Praxis, dass man damit niemand anderen stört, geschweige denn erzürnt oder aufbringt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Darum ist es wichtig, nicht einen einzigen der Nachbarn hier irgendwie zu stören oder zu verstören mit den Trommeln und dem Rauch, sondern es ist wichtig, die Trommeln ein bisschen melodiös zu schlagen. Es ist wichtig, die Rauchentwicklung sozusagen im Rahmen zu halten, sodass niemand sich dadurch gestört wird oder negativ beeinflusst wird. Denn es gibt auch viele ganz schlecht gemachte Räucherwerke. Damit haben viele Leute Probleme, unter anderem zum Beispiel auch, also ich selber und der Karmapa zum Beispiel auch, denn das ist wirklich ja auch, vieles von diesem Rauchwerk ist überhaupt für die Lunge nicht gut. Und darum sollte man das einfach ein bisschen beschränken, ein bisschen klein machen, ein bisschen bescheiden machen. Und das ist okay und entscheidend ist, niemanden, nicht eine einzige Person dadurch zu stören oder zu verstören oder zu ärgern, weil dadurch aus dieser positiven Handlung eine negative Handlung wird. Then, Nico, dear Rinpoche, last year in September, I received from you the name Karma Chultrim. I understand the name as a reminder, as direction and motivation for my practice and the commitment for this lifetime. How could or should we use and understand our Buddhist name? Could you please share a few thoughts about name is a name. It's not much meaning, I think. Karma Chultrim is part of my name. My name is Karma Chultrim Jurme Tenle, my Buddhist name, you know. So usually in Buddhist kind of things, when they give names, sometimes they give part of your name, your teacher's name to the students. Like Karma is also part of that, you know. Karma Chultrim means Karma is like from the karma, karma pa, karma. And then Chultrim is, the second of six paramita, the Shila, understand? But I think one should not read too much in the name. Dann die nächste Frage kommt von Nico. Da geht es um die Bedeutung des Zufluchtsnamens. Lieber Rinpoche, letztes Jahr im September habe ich von Ihnen den Namen Karma Chultrim als Zufluchtsnamen bekommen und soweit ich weiß, soll der als eine Erinnerung dienen, eine Gedächtnisstütze, die mir mich daran erinnert, in welche Richtung ich gehe und eine Motivation für meine Praxis darstellen und natürlich auch als ein Commitment für dieses Leben, für mich. Wie können oder sollten wir unseren buddhistischen Namen nutzen oder auch verstehen und auffassen? Könnten Sie bitte einige Gedanken darüber, über die Bedeutung dieses Namens Karma Chultrim auch mit uns teilen? Herzlichen Dank. Und kurz gesagt, Namen sind in Wirklichkeit nicht so furchtbar bedeutsam. Man sollte nicht so viel Bedeutung denen beimessen. Hier in diesem Fall zum Beispiel Karma Chultrim ist Teil meines Namens, meines tibetischen Namens Karma Chultrim Gyurme Trinle. Und das ist sehr üblich, dass Lehrerinnen und Lehrer einen Teil ihres Namens den Schülern mit in den Namen hineingeben. Und Karma Chultrim in der Bedeutung bedeutet einfach Karma, alles was mit Karma, also auch Karmapa zu tun hat. Und Chultrim ist einfach das zweite Parameter Shila. Discipline. And next is Eva. I've thought a lot about Ngundru lately and I wish to start practicing it. I would like to ask if there is a Ngundru connecting to the shower of blessings, Guru Yoga, as I feel very inspired about this practice, particular Guru Yoga and Guru Rinpoche. There's no particular one for this
It's a very short Guru Yoga. But if you look into it, actually it's all there in a way. Die Frage von Eva, da geht es um Nandro und Guru Rinpoche. Und sie schreibt, ich habe viel über in der letzten Zeit über Nandro nachgedacht und möchte eigentlich gerne anfangen, damit das zu praktizieren. Und ich möchte gerne wissen, ob es auch ein Nandro gibt, das mit der Praxis des Shower of Blessings, wie heißt das auf Deutsch? Der Segensregen, genau. Segensregen, also des Guru-Yogas von Guru Rinpoche, den Segensregen, ob es damit ein verbundenes Nöndro gibt, weil ich mich sehr inspiriert fühle, vor allen Dingen auch durch dieses Guru-Yoga mit Guru Rinpoche. Und Rinpoche sagt dazu, nee, es gibt dazu kein spezifisch verbundenes Nöndro. Tatsächlich aber, wenn man sich diese Praxis des Guru-Yogas, des Segensregens mal genauer anschaut, obwohl die Praxis super kurz ist, super knapp ist, erkennt man, dass aber alles, was im Nöndro ist, auch in dieser Praxis steckt. Next is Marlene. Now, what is the connection between the Skanda consciousness and Rigpa? Are they the same or how do they relate to each other? You know, Rigpa can mean different things also, but I think in this context, you know, it's Rigpa like is from the Dzogchen point of view, Rigpa is the, you know, the true nature of your mind, like Mahamudra, same as Mahamudra, Dzogchen, Rigpa, and you know, things like that. So it's like you can say that the experiencing or understanding the completely, you know, ultimate experience of your consciousness, that is Rigpa. Und die nächste Frage von Marlene kommt von Marlene, wo es um Bewusstsein und Rigpa geht. Was ist die Verbindung zwischen dem Skanda Bewusstsein und Rigpa? Sind sie dasselbe oder wie stehen sie in Bezug zueinander? Rigpa, der Begriff als solcher kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Hier in diesem Kontext muss man ihn wohl in der Bedeutung des Dzogchen sehen, womit die letztendliche wahre Natur des Geistes gemeint ist. Mahamudra kann man auch sagen, Dzogchen, Rigpa. Und das bedeutet, dass man sein Bewusstsein vollkommen als so, wie es tatsächlich in seiner Natur ist, erlebt. So, this, I think I will briefly go through the next one and then leave it. It's called Francis de Danela. 3 years ago, you taught the Sangye Mela Sadhana of Karmachame. After refuge in Bodhicitta, it says, all phenomena are beyond reference, primordial emptiness. After this, the visualization of Sanjay Mela begins. Could you please explain this in more detail, how to visualize or think or feel from emptiness? You know, when you make any kind of, you know, Vajrayana visualization, you have to have the 3 stages. One is feeling of compassion. Second is little bit as much as possible the meditation or understanding of the ultimate nature like emptiness. And then out of that, then you do the visualization and all other things. So this, you know, it's not that you would understand at this moment maybe how to do this, but it is a kind of a starting. We try to generate compassion, and then we try to understand as much as possible, you know, the ultimate nature or emptiness. If we understand a little bit like that, and then we do this. So this is the, you know, standard kind of way of doing things. Habe ich die Frage schon vorgelesen? Okay.
die Frage von Francis Daniela, wo es um Leerheit geht. Vor 3 Jahren haben Sie die Sanjimena, also Medizin Buddha Sadhana von Karma Chakme gelehrt. Nach der Zufluchtnahme und der Erzeugung des Bodhicitta heißt es in dem Text, alle Phänomene sind jenseits von Bezugspunkten ursprüngliche Leerheit. Und danach fängt dann die Visualisation des Medizin oder Saint-Germain-La an. Könnten Sie bitte das etwas detaillierter erklären? Wie soll man denn Leerheit visualisieren oder daran denken oder sie fühlen? Und hier geht es einfach um den Standardablauf bei Vajrayana Visualisationspraktiken, weil wo das immer in 3 Stufen vor sich geht, dass zunächst einmal man innerlich ein Mitgefühl entwickelt und einen Bezug zum Mitgefühl entwickelt und dann in der 2. Stufe man durch die Meditation ein bisschen ein Verständnis für die letztendliche Natur der Leerheit entwickelt und aus diesem Verständnis der letztendlichen Natur der Leerheit heraus dann die ganze Praxis startet mit der Visualisation und alles, was an Abläufen in der Praxis dann kommt. Und für uns ist es so, dass wir vielleicht, wenn wir das so lesen in unserem Praxistext, im Sadhana-Text, noch nicht so ein vertieftes Verständnis davon haben vielleicht, wie das wirklich ist oder was das bedeutet, aber es ist für uns ein Ausgangspunkt, es ist ein Startpunkt, wo wir zunächst einmal erstmal versuchen, Mitgefühl zu verstehen, Mitgefühl zu erzeugen, dann ein bisschen reflektieren über die letztendliche Natur der Leerheit und aus dieser Reflexion heraus dann die Praxis durchführen. Und das ist das Standardverfahren in den sämtlichen Vajrayana-Praktiken. If you have no instructions on this, then just allow your mind to be completely clear and relaxed and, you know, just allow your mind to be in its natural state as a little bit and then start. Und wenn man gar keine Unterweisung dazu bekommen hat bislang, dann sollte man so vorgehen, dass man an dieser Stelle einfach bevor man anfängt zu praktizieren, dem Geist erlaubt, ein bisschen sich zu setzen, ein bisschen klar zu werden, sich zu entspannen in seinem Geist, ein bisschen zu entspannen in dem sozusagen natürlichen Zustand des Geistes und dann mit der Praxis beginnt. So, I couldn't finish all the questions, but maybe another time. So, thank you very much. Ich konnte nicht alle Fragen beantworten, aber vielleicht ein anderes Mal. Herzlichen Dank. So we do the dedication. Dann machen wir die Widmung, Seite 18. Sunam di tamche sipanye tone nyebe dranam tamche shegana che valam trupaye sipe sole doa doa Sancho Sancho Rinpoche mashe panam shesha Sheba Nyamba Mepa Kone Kondu Pewa. You can do it in German if you want. Auf Deutsch zusammen, mögen alle durch dieses Verdienst Verständnis und reine Sicht erlangen und den schädigenden Feind die Geistesgifte bezwingen, mögen sie befreit sein aus dem Ozean Samsaras, der aufgewühlt ist durch die Wogen von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Thank you. Thank you, Rinpoche. Ich habe noch 2 Ansagen. I've got 2 announcements to make. Please stay on. Erstens gibt es morgen Abend um 19 Uhr noch die Möglichkeit, Zuflucht zu nehmen für die, die das gerne wollen. Bitte meldet euch dazu an unter
anmeldung@bodhicharya.de oder sprecht Maria an, wenn ihr das gerne morgen machen würdet. In terms of taking refuge, there is a chance to take refuge, take the refuge vows from Rinpoche tomorrow night at 7 o'clock. Please just speak to Maria or go to, or just write an email to anmeldung@bodhicharya.de. And the second thing I want to say, you know that we are just solely having this center thriving on Dana. So please, if you want to make a donation, just drop a little in, whatever it is, whatever you can afford. Und da möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass dieses Zentrum sich ausschließlich auf Spendenbasis hier erhält und wächst. Deswegen, wenn ihr am Eingang vorbeikommt, wenn ihr könnt, ignoriert den Spendenkasten nicht, sondern schmeißt ein bisschen was rein, was immer euch möglich ist. Dankeschön.